Hi, hallo, ich bin's Alina. Heute möchte ich dir zeigen, wie du Gurken einlegen kannst, ganz egal, ob du sie in etwas längerer, gestüftelter Form oder eben auch als kleinen Gurkensalat einlegen willst. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß bei diesem Video. Du brauchst Gurken, Senfkörner und Dill und wie wir den süß-sauren Essigsud zubereiten, das zeige ich dir auch gleich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Video. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet und habe meine Gurken gewaschen, geschält und dann auch in diverse Stücke geschnitten, also entweder in längere Stückchen, die in meine sterilisierten Gläser passen oder eben auch, du kannst das Ganze auch als Gurkensalat machen. Was ich dann ganz gerne mache, wenn ich meine Gläser sterilisiert habe, dazu koche ich sie in heißem Wasser mit einem guten Schuss Essig aus, ist, dass ich sie befülle. Ich kann mir jetzt aussuchen, ob ich sie kreuz und quer reinlegen will oder aber ob ich sie wirklich schön sauber dicht an dicht geschichtet direkt einfüllen möchte. Die zweite Variante siehst du dann gleich natürlich auch. Ich habe mir meinen Essig-Süß-Sauersud bereits nebenher schon einmal direkt vorbereitet. Den Sud verlinke ich dir auch direkt unten bzw. schreibe ihn dir in die Videobeschreibung einfach auch mit rein. Da findest du dann auch die ganzen Einkochzeiten und auch die Länge des Einkochens. Was mir immer ganz gut an Gurken gefällt, ist, dass sie so knackig und saftig bleiben. Süß-sauer ist sowieso mein liebster Geschmack, bin ich ganz ehrlich. Und ja, da war dann nicht mehr wirklich viel zu machen. Den Essigsud mit Süß-Sauer bereitest du zu mit 1,5 Litern Wasser, 750 Milliliter Essig, 3 Esslöffel Salz und 750 Gramm Zucker. Das alles kommt zusammen in einen Topf und dann wird das so lange erwärmt und auch mal kurz sprudelnd aufgekocht, bis sich der komplette Zucker direkt gelöst hat. Dann befülle ich die Gurken mit meinem oder in mein Glas. Besser gesagt, ich befülle mein Glas mit den Gurken, so rum wird eher ein Schuh draus. Und dann mache ich mir überall Senfkörner ganz nach Geschmack rein, also mal mehr, mal weniger. Und dann auch ein paar Zweige frischen Dill, denn Dill passt am besten. Du kannst natürlich auch deine Gurken ganz perfekt ins Glas schichten, so wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Dann hat mich wieder die Lust verlassen und ich quetsche sie einfach rein. Das funktioniert also genauso, egal wie du deine Gurken da reinpackst. Hauptsache, du hast dann einfach auch genug im Glas. Nachdem ich alle meine Gläser befüllt habe, fülle ich jetzt meinen warmen Essigsud da direkt ein, also süß-sauer. Alle Kanalmitglieder finden das Rezept natürlich auch wieder auf dem Community-Tab, nur sichtbar für alle Kanalmitglieder direkt gleich zum Runterladen und auch Ausdrucken, sowie alle anderen Rezepte auch vom Selbstgemacht-Samstag. Natürlich haben die Kanalmitglieder der dritten Stufe auch ihr Extra-Video bereits bekommen für den Mai. Im Juni gibt es dann das geheime Weitere. Im Mai haben wir ja zusammen Eis selber hergestellt aus gigantischen 2 Zutaten plus deinem persönlichen Geschmacksempfinden, was du dann noch da alles so mit reinmachen möchtest. Wie du also siehst, ist ein großer oder eine große Gurkenernte kein Grund, um zu verzweifeln. Im Gegenteil, du kannst dann einfach deine Ernte haltbar machen. Bevor du dann das Ganze servierst, also du kannst es wie normale, in Anführungszeichen, saure Gurken servieren oder aber du machst es als Gurkensalat. Dann einfach vielleicht noch 3 Esslöffel Öl mit dazugeben. Das Öl natürlich ganz nach deinem Geschmack. Wenn du jetzt der Avocadoöl-Liebhaber bist oder auch der Olivenöl-Liebhaber, das bleibt natürlich ganz dir überlassen. Ich verschließe dann meine Gläser gleich sehr fest und auch gut. Und dann können wir auch schon bald mit dem Einkochen anfangen. Zum Befüllen, meine Herren, heute habe ich es aber, huh? Ist ja schlimm heute, ich glaube, ich brauche noch einen Kaffee. Zum Befüllen behelfe ich mir immer mit einem Metalltrichter und dann auch noch mit einer großen Schöpfkelle. So funktioniert das Ganze ganz gut. Bei meinen Schraubgläsern kann ich so circa bis einen Zentimeter unter den Rand gehen und ich hatte noch nie das Problem, dass mir irgendwie beim Einkochen ein Glas geplatzt ist oder ein Deckel nicht richtig geschlossen hat. Also das hat immer ganz gut funktioniert.
funktioniert. Was ich auch noch mache, so als kleinen Geheimtipp nebenher, ist, bevor ich einkoche, einfach einen Schuss Essigessenz mit in das Einkochwasser bzw. direkt in meinen Einkochautomaten im Wasser mit reinzugeben, denn so verhindere ich die Kalkablagerung durch das Wasser direkt am Glas. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze, wenn du es fest verschlossen hast, nochmal durchschütteln, so wie ich, damit überall sich die Gewürze gut verteilen können, und so kann man dann auch gleich testen, ob die Gläser richtig verschlossen sind oder ob man vielleicht einen Deckel schief draufgeschraubt hat oder was auch immer. Also ich drehe entweder kurz meine Gläser auf den Kopf und gucke, ob sie alle dicht sind, oder aber ich nehme tatsächlich ein Glas und schüttel das Ganze einmal richtig kräftig durch. Nun kommt auch schon der herrliche Teil des Einkochens. Ich nehme dazu einfach meinen Einkochtopf. Ich habe mehrere, wie du weißt, und der weg. Ich hatte keine Lust, ihn mir aus dem Abstellkammer zu holen und hatte den anderen jetzt gerade da. Das heißt, ich befülle jetzt meinen Einkochautomaten. Du findest natürlich alle meine Küchenhelfer direkt unten in der Videobeschreibung unter meine Empfehlungen verlinkt. Das Schöne ist dann auch, dass ich mir hier eben die Gurkengläser reinstelle, so wie ich halt die ganzen Gurkengläser habe. Also ich kann das auch komplett hochfüllen bis zum Rand. Dann kommt Wasser mit dazu, worüber ich über meinen sehr großen Wasserhahn mit auszugsfähigen Armen sehr dankbar bin. Und dann noch ein guter Schuss Essigessenz. Die Gurken werden dann für 30 Minuten bei 90 Grad eingekocht und dann hast du deine Gurken auch schon haltbar gemacht. Was ich dann auch noch ganz gern mache, ist, dass ich meine Gurken, also die Gurkengläser, direkt nach dem Auskochen dann dem Einkochtopf entnehme und sie dann gute, ja, 12 bis 14 Stunden an einem zugfreien Ort dann einfach auskühlen lasse, und erst wenn die Gläser komplett abgekühlt sind, bringe ich sie runter in den Keller. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du freust dich über dieses Rezept, und denk dran, unten in der Videobeschreibung findest du natürlich auch die Informationen zu dem Kanalmitglied oder zu den Kanalmitgliedschaften. Und ja, wenn du noch Fragen haben solltest, lass sie mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, und hier sind jetzt meine eingekochten Gurken 14 Stunden später bereits völlig ausgekühlt und ich bin schon wieder dabei, fleißig weiter einzukochen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.